Hallo Leute! Ja, Karl Popper ist sicher einer der bekanntesten Philosophen, der auch immer wieder im Unterricht auftaucht oder im Studium natürlich auch, aber auch in der allgemeinen Debatte, Zeitungen, Medien, irgendwo. Man sollte schon wissen, was Karl Popper im Prinzip gesagt hat und deshalb drehe ich dieses Video. Es gibt zwei Punkte, zwei Grundgedanken, die man von Karl Popper in jedem Fall wissen sollte und verstanden haben sollte. Im Grunde ist das Allgemeinwissen. Erstens, ein Gedanke aus seinem Buch oder der Grundgedanke aus seinem Buch Logik der Forschung und dann der Grundgedanke aus seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das sind sozusagen die zwei Säulen von Popper. Nun, das erste, Logik der Forschung. Hier geht es, wie der Titel schon sagt, um die Logik in der Forschung, das heißt um Wissenschaftstheorie. Und was ist der Grundgedanke? Nun, man geht ja oft in der Wissenschaft so vor, dass man viele Daten sammelt und dann aus den Daten irgendwas herausliest, ein allgemeines Gesetz. Also ich habe so und so viele Befunde, Daten, Ergebnisse, daraus schließe ich mit der und der Wahrscheinlichkeit, dass wohl ein solches Gesetz gilt, dass sich das Ganze wohl so verhält zueinander, dass wohl diese oder diese Theorie gilt. Das nennt man Induktion. Von einzelnen Bestandteilen auf ein höheres Gesetz schließen. Nun, auch David Hume hat schon gesagt, mit der Induktion haben wir ein Problem. Popper sagt das auch, das funktioniert nicht, sagt Popper. Er belegt das ja auch. Vielfach, aus seiner Ansicht nach, belegt er das. Natürlich, andere Wissenschaftler bestreiten das wieder, aber ich belege jetzt Karl Popper da, nicht jemand anderen. Also Karl Popper sagt, dass das so nicht funktioniert. Und Karl Popper schlägt was anderes vor, beziehungsweise sagt, dass etwas anderes der einzige richtige Weg sei. Der einzige richtige Weg der Karl Popper ist die sogenannte Falsifizierung. Also, was heißt das? Ich kann im Grunde irgendeine beliebige Theorie bilden. Ich kann mir irgendwas einfallen lassen. Also ganz radikal gesagt. Und jetzt ist es Aufgabe der Forschung, dieses Theoriegebilde anzugreifen, zu falsifizieren, Punkte dagegen zu finden. Also ich stelle irgendeine Theorie auf und dann wird dagegen geschossen. Von der Forschung. Und dann finde ich was oder finde ich nichts dagegen. Und so nähere ich mich immer mehr der Wirklichkeit an. Immer mehr nähere ich mich dem an, wie es wirklich ist. Aber ich werde es nie erreichen. Das ist nämlich der Unterschied. Bei Karl Popper weiß ich nämlich, dass die jetzt herrschende Theorie im Grunde irgendwo ein Fehler ist. Ich weiß, zu dem und dem Punkt ist sie schon widerlegt, zu dem und dem Punkt nicht. Also ich habe jetzt nicht ein paar Daten, daraus schließe ich eine Theorie, die ist gültig, sondern ich stelle eine These auf, die ist erstmal gar nicht belegt und ich muss die immer wieder versuchen zu widerlegen und je mehr ich da geforscht habe, desto mehr nähere ich mich der Wahrheit an. Also ist es sozusagen ein anderes, ein bescheideneres Vorgehen, mit dem sozusagen Theorien etwas von ihrem Glanz verlieren. Also es geht darum, Bestehendes zu falsifizieren. Mehr können wir nicht leisten. Wir können nicht die Wahrheit finden. Wir können nicht die richtige Theorie haben. Also ich habe jetzt 10 Daten und daraus schließe ich, das ist richtig. So läuft es. Das ist die Ansicht von Karl Popper in der Logik der Forschung. Und das ist auch eine der zwei bekanntesten Ideen, die Karl Popper beigesteuert hat. Das zweite ist eine Idee aus die offene Gesellschaft und ihre Feinde oder die Grundidee davon. Nun, was sagt er darin? Das Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, da macht er zwei Lager auf. Das eine Lager sind die Vertreter der geschlossenen Gesellschaft, das andere Lager sind die Vertreter der offenen Gesellschaft. In der geschlossenen Gesellschaft, die deren Vertreter, zum Beispiel Platon, Hegel, Marx, das sind sozusagen Leute, die die Gesellschaft vom Reißbrett her planen, autoritär,
von vornherein so und so läuft das Ganze. Die offene Gesellschaft, das ist ein offenes Konzept, eine offene Gesellschaft, das heißt, sie ist offen für alle möglichen Einflüsse. Das ist nicht ein vorgesetzter Gesellschaftsentwurf, der von Wissenden oder Philosophenkönigen oder wem auch immer bereitgestellt wird, sondern das entsteht Stück für Stück. Und also in Diskussionen, in Debatten, in Auseinandersetzungen, evolutionär in der Entwicklung bauen wir uns alle in einem offenen Diskurs diese offene Gesellschaft. Man merkt bei Popper wieder Evolution und nicht Revolution. Entwicklung. Das ist der Grundgedanke dieses Buches. Also ihr müsst euch merken, zwei Grundgedanken bei Karl Popper. Die eine Sache mit der Falsifizierung, keine Induktion. Und das andere, die offene Gesellschaft, evolutionäre Entwicklung. Das sind die beiden Grundgedanken aus seinen beiden Hauptwerken. Interessant finde ich noch nicht bei offener Gesellschaft, bei der offenen Gesellschaft und ihre Feinde, wie Popper eben dann, und auch interessant, wie Platon und vor allem Karl Marx oder auch vor allem Hegel angreift. Ich glaube, bei Hegel muss ich mir schon ein bisschen schmunzeln, weil er Hegel vorwirft, er würde seine unklare Sprache bewusst pflegen, so nach dem Motto, wenn das keiner versteht, kann es auch keiner kritisieren, finde ich ganz witzig. Die Hegelianer wird das nicht erfreuen, aber es ist schon ein bisschen was dran. Schopenhauer hat das ja auch Kant vorgeworfen, bewusst unklar zu formulieren. Und man muss schon sagen, dass nicht jeder Philosoph, dass nicht alles, was jeder Philosoph so geschrieben hat, dass das irgendwie auch wirklich Sinn hat. Also das ist immer so, von dem kann man auch von Popper was lernen, immer dann wirklich dann das auch so aufnimmt. Nicht immer, wenn ich was nicht verstehe, nicht immer, wenn ich was, wo nicht dahinter komme, liegt das immer an mir. Es kann auch an dem Philosophen liegen. Das ist vielleicht für einen Schüler sehr schwierig zu sagen, oh, ich verstehe Hegel nicht, das liegt an Hegel. aber wenn es Karl Popper auch nicht verstanden hat, dann liegt es vielleicht wirklich an Hegel. Also das hilft vielleicht in der Schule nicht weiter für euer Selbstbewusstsein. Wenn ihr was nicht versteht, kann es auch am Philosophen liegen. Denn nicht alles, was ein Philosoph kryptisch schreibt, ist wirklich mit Substanz belegt. Das kann auch Blendwerk sein, denn auch Philosophen haben sich ja auch gerne selbst vermarktet, auch Hegel. So dürfte Hegel forderlich den preußischen Staat glorifiziert und unterstützt zu haben. Das Wirkliche ist auch das vernünftige Stichwort. Aber das würde zu weit gehen, das auszuführen. Und die Hegelianer würden natürlich das sofort wieder widerlegen können, bestimmt. Trotzdem interessant, dass sich Karl Popper mal traut, ein solches Denkmal anzugreifen. So, das war mein Video zu Karl Popper mit seinen zwei Grundgedanken. Ich hoffe, sie kamen rüber. Sind ja auch ganz einfach zu verstehen. Man soll sie auch mal gehört haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über Likes, Abonnements für den Kanal. Fragen gerne im Kommentarbereich des Videos. Ansonsten sage ich, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.